Ja, guten Morgen, meine lieben Fotofreunde. Ich bin wieder unterwegs zu einer kleinen Tour, zu einer kleinen Wanderung durch den Wald. Dazu möchte ich euch heute mitnehmen. Wieder ganz, ganz tolle Stimmung heute im Wald. Lohnt sich wieder hier rauszugehen und ein bisschen zu fotografieren. Wen das interessiert, dranbleiben. Ja, auf dem Weg hierher habe ich schon mal, oder was heißt schon mal, ja, auf dem Weg hierher habe ich schon mal ein Bildchen gemacht. Und zwar zu diesem Wanderbikeplatz hier hoch. Wenn man hierher kommen will, fährt man so einen schönen Kopfsteinpflasterberg hier hoch. Noch richtig schöner, ja, wie früher, so ein richtig schönes Kopfsteinpflaster. Das habe ich mir auch mitgenommen. Dazu bin ich ein bisschen von diesem Wanderparkplatz hier die Straße wieder ein bisschen runtergelaufen. Aber man kann dort natürlich nicht hier Videoaufnahmen machen und sein Stativ dahinstellen und ja und vloggen, weil hier ist ja doch eine, ist zwar keine stark befahrene Straße, aber es kommen doch Autos und man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb würde ich euch sagen, blende ich euch die Bildchen mal von diesen. Ja, blende ich euch die zwei, ich glaube zwei Bildchen waren es. Ich suche mir natürlich immer die besten aus. Ich rede immer hier ein, zwei, drei Bildchen, blende ich euch ein. Ich suche mir dann natürlich am Computer immer das Beste aus und das oder die beiden besten oder drei besten. Also wenn jetzt nur ein Bild kommt oder zwei Bilder, keine Ahnung, jetzt hier im Wald. Wie gesagt, das sehe ich alles erst am Computer. Und ja, trotzdem sage ich viel Spaß. Gelsen, Gelsenalarm. Viel Spaß mit diesem Bildchen. Ja, meine Lieben, hinter mir wieder so ein richtig schönes Motiv wieder entdeckt. Dieser Weg, der hier hinten so richtig schön ins Bild hochläuft und an der Seite diese Blümchen. Ich drehe das Ganze jetzt mal rum, damit ihr seht, was ich meine. Ich sehe natürlich überhaupt nicht, ich sehe gar nichts hier auf dem Display. Die Sonne knallt hier drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Irgendwo hier hüben sind die. So richtig schöne Blümchen, die blauen, die Kornblumen. Dann hier hinten am Weg sind dann hier die gelben. Und hier zwischendurch läuft dann der Weg hier hoch. Und ah, dieses Bild will ich mir mitnehmen. Hier drüben ist keine Wolke im Himmel. Hier drüben sind jetzt die Wolken aufgezogen. Ja, das finde ich eigentlich jetzt gerade hier im Morgenlicht, in dem wir uns befinden, ein richtig schönes Motiv. Auf der Kamera würde das Ganze dann wie hier aussehen. Ja, ist natürlich wieder ein bisschen gekroppt. Also man sieht hier drin die Blumen, die Kornblumen, die ich meine. Bin hier auf 15 mm. Ah, dann irgendwie hier rein. Hier diese Blümchen, hier die gelben. Dann läuft der Weg so schön rein in die Wolken. Also in die Wolken, in den Wald hinein.
Und so möchte ich mir eigentlich das Bild machen. Nur wie eben immer muss ich wieder drehen, meine Lieben. Nur eben, ja, mit der Canon R, wenn ich filme, ist eben reingekroppt. Denn auf dem Bild ist da mehr drauf. Und ich würde erstmal sagen, kurze Rede, langer Sinn, kurze Rede. Irgendwie erstmal viel Spaß mit dem Bild. Also ich habe mir jetzt mal das Bild, so wie ihr es jetzt seht, mitgenommen. Und ich bin mal in die Hocke gegangen. Und also aus verschiedenen Perspektiven das Ganze hier gemacht. Und die blende ich euch mal ein, die Bildchen. Nur das Problem wieder an diesem Standort, weil die Sonne, man merkt es, die knallt voll auf mich drauf. Und wenn ich jetzt, also man hat, wenn man jetzt hier fotografiert, dann hat man hier, man sieht es hier unten, seinen Schatten hier mit drin auf 15 mm. Deshalb muss ich dann mal schauen, wie ich das Ganze dann mache. Aber meine Lieben, würde ich jetzt erstmal sagen, jetzt endlich viel Spaß mit diesem Bild. Ja, meine Lieben, auch wieder schöner Fotospot. Hier ist so richtig schön das Licht hier drin in diesem Farnkraut und ja, in den Blättern. Ich stelle euch das Motiv mal vor, am besten wieder auf der Kamera und wir hören uns. Ja, auf der Kamera wird es dann wie hier aussehen. Ich will hier so schön das Farnkraut hier vorne drin haben. Hier drin dieses Farnkraut, dann ist das Licht so schön in den Ästen hier drin. Nur ist natürlich die Kamera jetzt heller gedreht. Aber so wie jetzt hier diesen Bildausschnitt würde ich mir gerne mitnehmen. Denn, ja, wie gesagt, es ist wirklich ein Hammerlicht hier drin. Und dieses Farnkraut und ja, diese Buchenblätter, dieses Grün, das sieht jetzt hier so richtig frisch und ja, so richtig märchenhaft aus, finde ich. Viel Spaß, meine Lieben, mit diesem Bildchen. Ja, meine Lieben, nächstes Motiv. Also ich tue mich so ein bisschen heute mal auf die Details spezialisieren, weil es ist einfach ein Hammerlicht wieder hier drin. Ich bin heute schwer bepackt. Also ich habe hier meine komplette Ausrüstung, schleppe ich heute hier rum.
sollen heute 30 Grad werden. Mal schauen, was das Ganze hier so gibt. Jedenfalls ist hier hinten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder irgendwie auf der Kamera hier hinkriege. Also ich bin hier auf 500 mm gegangen und dort hinten sind wieder diese Buchenblätter hier drin, die so richtig schön beleuchtet werden. Also ich gebe mal mein Bestes und probiere, ob ich das jetzt hier auf... Das wackelt natürlich dann wie verrückt. Ich habe ja nur ein Stativ. Also ich kann die jetzt nicht auf ein Stativ stellen und den Pocket auf ein Stativ. Wir probieren es, meine Lieben. Hoffnung stirbt zuletzt. So, also dann will ich mal die Kamera hier anmachen. Ja, Kamera läuft. Ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr hell. Also diesen Ausschnitt hier, so ungefähr wie man es hier jetzt hier sieht, das möchte ich mir fotografieren. Die schönen Blätter, die so schön angeleuchtet werden. Und ja, das soll mein Motiv sein. Und ich würde einfach sagen, viel Spaß mit diesen Bildchen. Kurzer Nachtrag noch. Also ich bin hier auf 500 mm gegangen an Vollformat. Bin hier auf einer 6,3er Blende. Und ich glaube, es waren 125. Bei ISO 100 hält man noch aus der Hand. Ich weiß, gibt natürlich diese berühmte Formel, Brennweite, ja, 600 mm Brennweite, oder jetzt waren es ja 500 mm Brennweite, dann sollst du ja wenigstens, wenn du aus der Hand fotografierst, wenigstens ein 500stel haben, sonst verwackelst du das Bild. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das hier angucke, das ist knackscharf, also 500 mm aus der Hand gehalten, mit einem 125stel. Ich will sagen, es funktioniert. Jetzt viel Spaß mit dem Bild, meine Lieben. Ja, meine Lieben, dann ist hier vorne so Farnkraut. Das kriegt auch wieder hier dieses Hintergrundlicht. Backlight-Fotografie. Das nehme ich mir auch mit auf 600 mm. Ich bin hier auf ebenfalls wieder 6,3er Blende. Und ja, das will ich mir mitnehmen. Ich probiere es mal, ob ich es wieder in der Kamera kriege. Also, Kamera läuft. Also so ungefähr ist mein Bildausschnitt von diesem Farnkraut, was ich mir mitnehmen will. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ja, wieder 160stel. Aber gut, Bild ist scharf. Lassen wir es dabei. Viel Spaß. Den Bildchen. Thank you.
Ja, meine Lieben, hier vorne hatte ich jetzt gerade mal einen Schmetterling erwischt. Weiß zwar nicht, was das wieder für einer ist, aber ebenfalls wieder 600 mm, 6,3er Blende. Ja, ich würde es euch gerne wieder auf der Kamera vorführen, aber wie so ist, jetzt ist er wieder verschwunden. Also gerade die Kamera gezückt, hatte das Glück, ihn schön ablichten zu können. Und jetzt wollte ich ihn noch mal auf dem Video vorführen. Keine Chance. Keine Chance, wie verhext ihr das Ganze? Ja, aber meine Lieben, wieder eine... Ah, wird man nicht hören. Diese Geräuschkulisse hier schon wieder. Einfach genial im Wald. So eine richtige, schöne, morgendliche Stimmung. Also wie gesagt, immer, man wird schon wieder leise. Ich kann immer nur empfehlen, geht raus, geht wandern, tobt euch mit der Kamera dabei aus. Es ist einfach nur genial. Man kann auch ein bisschen zu späterer Stunde unterwegs sein, denn im Wald ist doch immer ein schönes Licht. Man muss dann eben mit Gegenlicht arbeiten, dann ist das Ganze nicht so ausgebrannt und überbelichtet. Und wenn das Licht so durch die Blätter oder durchs Farnkraut durchscheint, dann ist das so richtige herrliche Stimmung. Und wenn man so weit wie möglich den Himmel ausblendet, kriegt man auch traumhafte Bilder hin. Meine Lieben, ich würde wieder sagen, wir hören uns. Dann hier noch Relikte aus längst vergangenen Zeiten. Ich drehe euch mal rum. Mal gucken, ob man das überhaupt erkennt. Ja, hier im Baum sieht man diese Einkerbungen. Das ist noch aus alten Zeiten von früher. Hier hat man dann Harz gesammelt. Und hier drin, in diesem Waldabschnitt, sind noch sehr, sehr viele Bäume von früher, wo man hier Harz gesammelt hat und alte Zeiten. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein von meinem Fotoausflug in den Wald. Hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Ich hoffe, es ist was Brauchbares dabei rausgekommen. Ja, einfach mal ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert, den Himmel ein bisschen ausgeblendet. Denn ja, jetzt haben wir doch 10.45 Uhr. Das Problem ist einfach, ich war zwar früh dran, aber man hält sich immer, ja, man kommt nicht weit. Man sieht hier was und sieht dort was. Hier ist das Licht gerade in dem Augenblick super drauf. Dann läufst du eigentlich fast gar nicht weit. Und ja, die Zeit verrinnt und verrinnt. Das Licht wird immer härter. Aber wie gesagt, im Wald ist das kein Thema.
Man kann auch Nachmittag im Wald fotografieren. Jetzt zu dieser Sommerszeit überhaupt kein Thema. Wie gesagt, einfach den Himmel ausblenden. Und man bekommt auch, finde ich, schöne Bildchen hin. Man muss da nicht früh um 5 oder um 6 Uhr im Wald rumkriechen. Ja, ich muss jetzt noch, ich habe mich, wie jetzt angesprochen, ich habe mich jetzt total verzettelt, mit der Zeit, in der Zeit hängen geblieben. Ich muss jetzt noch eine Riesenrunde hier mit meinem ganzen Gerümpel hier außen rumlaufen, dass ich wieder zum Parkplatz komme. Also das Ganze ist dann wieder eine 11-Kilometer-Tour. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal bei 4 Kilometer angekommen. Ich könnte natürlich auch jetzt zurücklaufen, dann spare ich mir wieder ein bisschen was. Aber nein, ich habe mir die Wanderung vorgenommen, die ziehe ich jetzt noch durch. Ich würde sagen, meine Lieben, ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich werde mich wieder riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, mich wieder begleitet. In diesem Sinne, bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Zeit, gutes Fotolicht. Ich wünsche euch gute Fotos. Ich wünsche euch viel Spaß im Aufenthalt, beim Aufenthalt in der Natur. Ciao, ciao, euer Frankie aus Thüringen.